Im Herzzentrum Bad Krozingen steht Henry Merz heute als Erster auf dem OP-Plan. Seine einzige Überlebenschance: 3 Bypässe. Eine Dilatation, das heißt Aufdehnung der Gefäße mit Stents, kommt bei Henry Merz nicht in Frage. Sein Herz könne nur neue Adern wieder mit ausreichend Blut versorgen. Etwa 4 Stunden haben die Chirurgen für den Eingriff veranschlagt. Bei einer Bypass-OP heißt das Arbeitsteilung. Die eine Hälfte des Teams legt zunächst eine große oberflächliche Vene am Unterschenkel frei. Die andere Teamhälfte arbeitet sich bis zum Brustbein vor. Bei einem schlanken Patienten geht das zügig. Bei dem stark übergewichtigen Henry Merz kostet es deutlich mehr Zeit und Mühe. Das vorsichtig herauspräparierte Venenstück wird später in der Mitte geteilt, damit 2 Bypässe, das heißt Umgehungsadern, aus ihm gewonnen werden können. Da die große, etwa 40 cm lange Vene Klappen besitzt, müssen die Venenbypässe später so angeschlossen werden, dass die Klappen in Fließrichtung des Blutes ausgerichtet sind. Die anderen Ärzte haben inzwischen das Brustbein durchtrennt und behutsam eine Brustwandarterie freigelegt. Sie wird der 3. Bypass am Herzen von Henry Merz. Jetzt beginnt der schwierigste Teil der Operation, die Arbeit am Herzen. Dafür muss zunächst der Herzbeutel eröffnet werden. Während ein Arzt bereits wieder die Wunde am Bein vernäht, klemmen die anderen die Brustschlagader ab. Die Herz-Lungen-Maschine übernimmt nun für einige Zeit die Arbeit des stillgelegten Herzens. Professor Beiersdorf will versuchen, die zahlreichen Engstellen in den 3 großen Herzkranzarterien von Henry Merz mit jeweils einer neuen Ader zu überbrücken. Auf 55% ist die Pumpleistung des Herzens geschrumpft. Die 3 Bypässe dürften sein Herz nach der OP förmlich wieder aufblühen lassen. So, jetzt haben wir also die Hinterwand versorgt, die Seitenwand versorgt und jetzt machen wir noch die Vorderwand. Er ist ja vorher untersucht worden und da hatte er mit die meisten Probleme, weil unter Belastung, er ist ja Fahrrad gefahren, vorher auf dem Belastungs-EKG, da hat nachher die Vorderwand ganz aufgehört, die hat gar nichts mehr gemacht. Hier, das ist die Vorderwandarterie, die eben hier, wie man es so sieht, zum Beispiel hier richtig ganz steinhart ist. Und die hat mehrere, wenn man da längs tastet, hat die überall harte Stellen. Und jetzt versuchen wir also hinter die letzte harte Stelle zu kommen. Alle 3 Überbrückungsadern sind angeschlossen. Die Herz-Lungen-Maschine kann heruntergefahren werden, denn das Herz von Henry Merz schlägt wieder. Okay, gut. So, dies vorne ist auch gut. Okay, jetzt sind wir sehr zufrieden. Nun kommt der alles entscheidende Test. Anmachen. Wie gut funktionieren die 3 neuen Adern? Dann machen wir als nächstes Flussmessung. Da hat er jetzt einen Fluss von 46. Das ist gut. Die rechte war eben extrem klein, deswegen kann man nicht mehr als 10 verlangen. Jetzt haben wir sogar über 10, das ist auch schön. Die anderen sind sogar um die 50 waren die. Also insofern hat er jetzt wieder 3 schöne Bypässe oder 3 schöne neue Adern, muss man ja sagen. Also die überbrücken ja seine eigenen Adern und die hat er jetzt also neu gelegt bekommen. Von daher kann man sagen, ist jetzt alles fein, aber auf Dauer natürlich ist auch die Haltbarkeit dieser neuen Adern davon abhängig, ob man die bekannten Risikofaktoren halt reduzieren kann oder nicht. Jetzt muss noch das vorher durchtrennte Brustbein zusammengefügt werden. Wegen der enormen Zugkräfte, die bei Atmung und Bewegung auf das Brustbein einwirken, verwenden die Ärzte Silberdraht. Auch bei Henry Merz wird dieser zeitlebens in seinem Körper verbleiben.
Keine Komplikationen bei Beatmung und Operation. Alle sind erleichtert. Gleich kommt Henry Merz auf die Intensivstation. 2 Wochen nach der Operation treffen wir ihn und seinen Operateur Professor Beiersdorf. Herr Merz, ich habe den Eindruck, Sie haben abgenommen. Ja. Wie viel haben Sie denn abgenommen? 8 Kilo. Ja, ist ja unglaublich toll. Heute Morgen auf der Waage. Ja, Henry Merz verrät, wie mulmig ihm vor der Operation war. Ich habe am Abend noch mein Testament geschrieben. Patienten. Verfügung und Bankvollmacht damit, falls im Falle die Sache durchsteigt, nicht nur meine Familie keine Schwierigkeiten hat und dass die Sache auch wirklich geklärt ist. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass man so weit kommt, dass ich mein Testament schreibe. Ja, die Zukunft von Herrn Merz, muss man sagen, liegt in seiner eigenen Hand. Denn er muss seine Risikofaktoren jetzt in den Griff kriegen. Ich habe viele Jahre zu gut gelebt, deswegen dieses Übergewicht und ja, jetzt habe ich die Quittung bekommen. Man darf auch nicht vergessen, dass ich ja nicht die Krankheit operiere. Ich operiere die Folgen der Krankheit. Und wenn die Krankheit, die Ursache des Ganzen nicht beseitigt wird, dann wird es morgen an anderer Stelle wieder neue Auswirkungen geben. Und darum liegt tatsächlich das Schicksal in seiner eigenen Hand. Ich bin glücklich, dass ich alles so gut überstanden habe. Freut mich, ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen.